Ja, hier ist wieder euer Papagei. Heute zeige ich euch was hier im Park, in Bergstadt natürlich. Es geht heute um Schach. Und heute zeige ich euch Minecraft in Schach. Ohne Mods, ohne nix, was möglich ist. Man kann es sogar benutzen. Hier ist schon mal das Brett, was ich euch zeige. Ein kleines Schachbrett. Und es geht leider nur, weil ich das Original fast haben wollte, das Brett. Mit weiß und schwarz unten habe ich hier das mit Schildern gemacht und damit kann man auch dann Schach spielen. Es funktioniert, man muss halt immer dann das Schild neu schreiben. Das ist nicht das Problem, aber es funktioniert. Wie ihr seht, auf der anderen Seite genauso für weiß. Das ist das Schachbrett, was ich euch schon mal zeigen möchte. Und wenn ich es benutzen möchte, ich kann ja mal einen Test machen. Wenn ich zum Beispiel sagen möchte, für weiß, ja, beim König, König gegenüber, wie immer, ja, zum Beispiel Bauer 2 vor, ja, den Marsch weg, setzt dann hier hin, macht dann hier, gibt dann hier ein, zum Beispiel, B zum Beispiel könnte ich eingeben, aber ich mache mal Bauer weiß und schon steht dieser Bauer 2 vor. Und bei Schwarz könnte ich das genauso machen. Ich mache das jetzt einmal nochmal hier vor. Zack. Bauer. Es dauert natürlich dann länger, ja. Aber so könnte man Schach spielen. So. Und das ist machbar. Das wäre jetzt der Königsbauer 2 vor. Und so kann man Schach spielen. Will ich jetzt mal behaupten, es funktioniert. Den Springer könnte man hier hinsetzen. Das ist halt ohne Mods einfach das Schachbrett so aufbauen. Einfach hier das Brett aufbauen, wie ihr es möchtet. Dann könnt ihr diese Schilder benutzen. Schreibt es einfach so wie im Schachbrett. Und dann könnt ihr einfach in Minecraft Schach spielen, ohne Mods, ohne gar nichts. Einfach das aufbauen. Und das funktioniert auch. Es geht auch in Survival. Es dauert zwar natürlich länger, bis das Schild abgebaut ist, ist natürlich klar. Aber es funktioniert. Ich mache es jetzt gerade mal wieder zurück. Aber ihr seht, es funktioniert. So kann man Schach spielen in Minecraft. Ohne Mods, ohne gar nichts. Einfach nur das Aufbauen, Schilder benutzen, aufbauen. Und schon kann man spielen. Und es dauert zwar natürlich ein bisschen länger. Das ist klar, ja. Aber es funktioniert. Ich mache gerade mal die Schilder wieder hin, damit es dann wieder den Bau wieder hin. So, jetzt ist wieder das Gott aufgebaut. So funktioniert das. Und ja, das wollte ich euch kurz zeigen mit diesem kurzen Video. Das war's wieder von euch, euer Papagei in Minecraft in der Stadt Bergstadt.